Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Heute kümmern wir uns um die MyCommon Entwicklung und ich habe schon ganz vergessen, worin es geht. Verdammt! Ich weiß schon, nein. Fast vergessen. Es ist also genau da, wo es das letzte Mal auch war. Das heißt, Orientierung, please. Das war doch hier, ne? Ja. Steht genau an derselben Stelle wie vorher auch. Wir hatten damals genau dasselbe Problem mit MyCommon. Da war nämlich das Tyrannomon und das war auch ziemlich verwirrt. Also durch die Digitation hat er also mehr Macht bekommen. Du bist dran, Dusche. Yikes. Genau, überlass es mir. Ich werde mein Bestes geben und so. So ist's recht. Und so. Okay, ich kümmere mich um eine Ablenkung. Moment, ist das ein digitiertes MyCommon? Was willst du in dieser Welt? Als Vollstrecker verlange ich eine Antwort. Soll ich jetzt? Halt drauf, Lusche! Jetzt haben wir es. Du bist dran, Zero. Hä? Auf welchem Level bist du denn, mein Freund? 15? Naja. Schon stärkeres erlebt. Oh, es hat viel Leben. Das muss man ihm lassen. Und ich glaube, es ist weiblich. So, ich könnte zwar meine Ulti machen, aber ich warte noch, bis er seine macht. Wenn wir vom Timing sprechen. Ein Wutrausch. Na, das würde ihm nicht viel abziehen. Er hat echt viel Leben, der Bengel. Aber er teilt auch nichts aus. Ich glaube, der geht auf rechts, oder? Oder geht auf links? Er geht auf links, verdammt. Naja, gut, was soll's. Dann müssen wir links beschützen. Jetzt geht er auf rechts. Toll. Kann sich auch mal. Oh Gott, ich habe kaum noch Leben. Okay, vielleicht doch mal ein bisschen davon. So. Ich kann nicht sehen, Jungs. Wenn er gleich seine Ulti macht, ist es vorbei. Wie viel Leben verliere ich denn? Das ist ein billiges 50er. Wehe, du machst jetzt auf links. Hehe. Easy. Nein, ich wollte gerade machen. Ah, verdammt. Ich habe sehr spät bemerkt, dass das die Ulti ist, weil er hat sie gerade erst gemacht. Selbst so wild. Ist ja gleich vorbei. Halte noch ein bisschen durch, MyCommon Entwicklung. Kennt deinen Namen nicht. Oh.
Range. Haben wir gewonnen? Wo, wer? Der weiße Zahn. Oh! Ich verstehe, ich bin wieder hier. Ich habe ganz schön Ärger gemacht, oder? Es tut mir leid, wie soll ich das nur erklären? Alles hat angefangen, als ich das letzte Mal hierher kam. Ich wurde verfolgt und bin irgendwie in einer anderen, also dieser Dimension gelandet. Meine Macht hat schon in der Vergangenheit große Probleme in meiner Welt verursacht, angeblich. Ich erinnere mich nicht mehr, aber es ist wohl wahr. Danach wurde ich böswillig gejagt. Von einer Organisation namens der Weiße Zahn. Sie hat mich mit einem Gerät für Dimensionsreisen und einem Feld zum Blockieren meiner Kräfte verfolgt. Der Dimensionswechsel war ein Schock für mich. Ich verlor mein Gedächtnis und die Kontrolle über meine Kräfte. Ihr wart mir eine große Hilfe, aber es ist zu spät für mich, um in meine eigene Welt zurückzukehren. Mein Menschenpartner ging in eine Falle, um mir fliegen zu helfen und ist nun in den Händen der Organisation. Ich habe mich zu ihrer Basis aufgemacht, um meinen Partner zu retten. Du hattest es echt nicht leicht. In ihrer Basis lauerte auch eine Falle für mich, aber ich konnte sie zerstören. Ich war so kurz davor, meinen Partner zu retten, aber der weiße Zahn hatte noch ein Ass im Ärmel. Ich konnte meine Macht nicht kontrollieren und wurde geschnappt. Sie schickten mich in eine andere Dimension. Ich nutzte die Kraft meines Partners zur Diktation, aber ich konnte das Gerät trotzdem nicht rechtzeitig anhalten. Und so bin ich hier gelandet. Ein ungewöhnlicher Zufall, dass ich ausgerechnet wieder am selben Ort gelandet bin. Vielleicht haben mich meine Kräfte unterbewusst hierher gebracht, weil ich eure Hilfe brauchte. Was willst du jetzt machen? In deine Welt zurückkehren und den gleichen Plan noch einmal versuchen? Natürlich. Ich komme mit. Gemeinsam können wir deinen Partner retten. Danke für das Angebot, aber das ist unmöglich. Meine Macht reicht gerade so aus, um mich selbst in meiner Welt zurückzubringen. Diese Dimension hier scheint mit meiner verbunden zu sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, das mich zurückbringen kann, ist der starke Bund, den ich zu meinem Partner habe. Ich sehe, ihr versteht alle diesen Bund. Ich muss jetzt gehen. Ich werde euch nie vergessen. Dein Partner zählt auf dich. Gib nicht auf. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Lebe wohl, außerweltliches Digimon. Person. Es passiert so viel in so vielen anderen digitalen Welten. Ich hoffe, das digitierte Maikomon und sein Partner können wieder glücklich sein. Wir haben vergessen zu fragen, wie es heißt. Wir sehen uns wieder, da bin ich sicher. Jetzt wartet erstmal Floatien auf uns. Doch diese traurige Musik dazu, um es extra noch ein bisschen kitschig zu machen. Das war aber noch nicht die Mega-Maikomon-Entwicklung, oder? Enzyklopädie. Wir haben hier Maikomon schon drin. Ich hatte es Maikomon schon mal gehabt. Also wir haben bisher gesehen, gegeneinander gekämpft. Maikomon war da, Champion. Es kann nicht zu der Maikomon-Digitation werden. Dann ist es vielleicht das hier. Dann muss es diese Entwicklung hier sein. Weil dieses Maikomon ist definitiv weiblich gewesen. Ich nehme an, das ist dieser Punkt hier. Das heißt, es ist doch mega gewesen. Zero, Shoma und Lusche, ihr wart wirklich großartig. Schon auch. Du sollst dich nicht selbst loben. Floatien hat deinen neuen Freund gefunden, das ist Belohnung genug. Was haben wir für so einen Besuch? Es ist natürlich Maikomon. Was? Jo, das ging schnell. hast du schon alles erledigt? Was ist hier los? Wir, naja, haben gekämpft und ist zurück in seine Dimension. Aha. Ich bin jetzt ein neues Ich. Hä? Meine Kräfte haben sich mit denen von Lusche vermischt. Ich verstehe. Moment, was? Ich bin auch nicht ganz sicher. Vieles an Lusche lässt sich nicht erklären. Und jetzt können wir noch einen Punkt auf der Liste setzen. Das macht die Digimon wohl so faszinierend. Verstehe, verstehe. Also ist jetzt alles gut. Weißt du überhaupt, wovon wir sprechen, Digimon? Wie auch immer, was ist mit der negativen Energie? Ich kann sie nicht mehr spüren. Also ist alles gut. Du auch, Taumon?
Hey, mit all den harten Kämpfern hier entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Alles ist gut. Ich bin auch hier. Aber ist das wirklich gut? Wie auch immer. Ich werde dir die Stadt zeigen, Maikomon. Dir dürfte es hier gefallen. Die Rache der Purpurkralle. Okay. Gut, gucken wir mal nach neuer Post. Wie sieht es eigentlich mit unserem Partner derzeit aus? Nein, ich will nicht speichern. Obwohl, wir können Marktpost speichern. Wer weiß, ob es da mal ausfällt oder so. Wäre ein bisschen bitter, wenn es ausfällt. Mysteriöser Brief, dringend. Mysteriöser Brief, dringend Gespräch. Jemand braucht nochmal deine Hilfe, nehme ich zumindest an. Setzen wir uns einmal zusammen zu einem Schwätzchen, okay? Okay. Auch Maikomon macht nichts in der Stadt, diese faule Socke. Ah, da bist du ja, Zero. Dann dürften wir jetzt vollzählig sein. Dann lasst mal anfangen. Es ist ein Brief eingetroffen. Die Adresse ist in dieser Stadt. Darin steht, bitte feiert mit uns ein Festmahl der Freundschaft in 7 verschiedenen Sprachen. Oh, eine Einladung zu einer Party? Igitt, der Brief ist ja ganz schön zerschlissen. Die materiellen Daten dieses Briefes sind äußerst instabil. Per Digimail wäre das viel schneller gegangen. Also, an und für sich. Der Absender hat seinen Namen angegeben, aber man kann davon ausgehen, dass er nicht von dieser Welt stammt. Wir haben einen weiteren außerdimensionalen Eindringling? Naja, es steht nicht fest, dass es sich um einen Feind handelt. Immerhin schreibt er von Freundschaft. Jetzt kommt aber, das muss eine Falle sein. Wo soll das Festmahl stattfinden? Die Koordinaten entsprechen dem Rosasteinhaus im Knochenresort. Mein altes Heim. Ich kann mich nicht daran erinnern, es als Party-Location vermietet zu haben. Guckt euch mal das Gesicht von Miodosmon richtig an. Ist ganz schön dreckig. Ganz schön pummelig im Gesicht. Also im Anime war er ein bisschen cooler. Dann haben wir keine Ahnung, was uns erwartet. Nehmen wir mal an, es wäre eine Falle. Hinter was könnte der Absender her sein? Wir könnten nur mutmaßen, aber der Feind scheint nicht zu wissen, in welcher Lage wir uns befinden. Deshalb hat er bestimmt vor, alle Gäste umzubringen. Oder sie vielleicht als Geisel zu nehmen. Auf jeden Fall will er die Kräfte trennen, die wir hier gesammelt haben. Ergibt Sinn, aber könnte es nicht sein, dass er sich einfach nur mit uns anfreunden will? Das würde ich gerne glauben können, aber was sollen wir jetzt tun? Zero, Himari, Kota, würdet ihr als Floatiens Delegation zu dieser Party gehen? 3 der Besten unserer Stadt, selbst wenn es eine Falle sein könnte. Sollte Zero damit klarkommen, oder zumindest fliehen und hierher zurückkehren. Und für den Fall, dass sie doch gefangen genommen werden, sind ja immer noch Herr Mameo und ich hier. Genau. Na dann, okay. Wenn Zero geht, dürfte es keine Katastrophe geben. Himari, weswegen grinst du so? Hey, Moment mal, ich gehe auch. Das war schließlich mal mein Haus. Wo liegt das Problem? Und es könnte eine Party geben. Wie aufregend. Also? Hohoho, dann komme ich auch mit. Was, du? Das rosa Steinhaus liegt mir sehr am Herzen. Außerdem braucht doch jede Party ein Cloud, oder? Grundgütiger, seit wann bist du überhaupt hier? Aber in Ordnung. Hey, mit Piedmon und mir braucht sich Zero keine Sorgen, um seinen Schutz zu machen. Dann haben wir jetzt das Team von Zero. Himari, Rika, Kota, Yukimura plus Miodosmon und Piedmon. Viel Glück, Vertreter Floatiens. Miodosmon, würdest du bitte diese Einladung verwahren? Steckst in seinen Hintern, genau. Alles klar, Zero. Würdest du bitte auf ein Wort zu mir kommen, wenn du soweit bist? Es gibt ein Tor, das von hier zu meinem Haus führt. Wir können also jederzeit zurückkehren. Okay, soll ich jetzt in die Spielhalle? Nein, da ist er noch. Alle bereit, zum rosa Steinhaus zu fliegen? Ich bin bereit. Dann lasst uns aufbrechen. Oh my. Was?
Wir können nicht hinein. Wir müssen zurückgestoßen worden sein. Wir müssen auf irgendeine Barriere gestoßen sein. Wir können also nicht hinein. Wie wäre es? Das könnte es sein. Myodosmon hat die Einladung herausgeholt. Die Tür zum Bosa Steinhaus hat sich geöffnet. Ihr habt also meine Zauberkräfte überwunden? Nicht schlecht, wer immer ihr auch seid. What is it? Oh, was ist das für ein Licht? Ist das etwa eine Überraschungsparty? Sollen wir tun, wenn wir angegriffen werden? Was sollen wir tun? Achso. Eigentlich kann ich im Dunkeln sehen, aber das hier, das ist keine normale Dunkelheit. Scheint so. Ich kann auch nichts sehen. Kann irgendwer mal ein Feuer oder Licht anmachen? Stimmt, das Digi-Weiß. Moment. Mann, ist das Duster. Wie seltsam, wo ist es? Thanks in advance. Egal. Rika, kannst du uns einen Funken machen? What's that? Kleinen Moment, Himari. Irgendwas stimmt mit deinen... mit denen nicht. Hä? Moment mal, Myodosmon, Piedmon. And I'm done. Was war? Was geht hier vor sich? Wait a sec! Was ist das? Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Maybe. Nein, das ist eine Falle. Huh? Myodosmon, was ist das? Halt! Warum greifst du mich an? Thanks in advance. Kannst du dich doch... du kannst dich doch bewegen, Zero, oder? Schnell, hilf uns. Ach, jetzt kämpfe ich gegen die beiden. Ja, cool, gegen die beiden mussten wir noch nicht... 70! Gegen die beiden mussten wir nämlich noch nicht kämpfen. So. Gut, dann kann es ja jetzt losgehen. Also Piedmon ist ja fast tot. Nice. Ich kann die andere nicht sehen. Scheiß dynamische Kamera, ganz ehrlich. Gut, das war's mit Piedmon. Dann würde ich sagen, Zeit für eine Ulti. Also dafür, dass ich manchmal meine EP spare, sehe ich davon eigentlich gar nichts. Okay. Oh, er hat sich verteidigen können, halbwegs. Haha! Na komm. Tötet ihn einfach. So. Das hat also noch nicht gereicht. Dann sollte ich wohl besser den nächsten Teil der Party vorbereiten. Was? Kota? Himari? Kota, Himari, wo werden Sie hingebracht? I'm sorry, Himari. Das war ein Tor. Ich kann weder Himari noch Myodosmon oder die anderen in der Nähe spüren. Diese Stimme, sie sprach vom nächsten Teil. Schnell zurück nach Floatien. Wir müssen herausfinden, wo Himari und die anderen hin sind und ihnen helfen. Ja, genau. Ich muss Sachen neu kaufen. Hey. Gut, dann kaufen wir mal neu ein. Falscher Knopf. Ausrüstungsladen. So. Kaufen wir mal ein bisschen ein. Ich brauche Verteidigungsplugin. Und Angriffsplugin. Ich habe auch keine Ahnung, was Verteidigungsreichweite ist. Oder Angriffsreichweite. Also ich könnte davon ja auch noch ein paar kaufen eigentlich, ne?
Angriffsbooster. Keine Ahnung, was die sind, aber mir wurde sowieso gesagt, dass die Plugins die richtigen sind. Ne? Angriffsplugin. So. Was ich gerne vorher noch gucken wollte, wollen würde, ist... sorry. Ob hier was Neues dazugekommen ist. Nö. Na gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir mal zu Gigimons Haus zurück. Das war ja mal ein kompletter Fehlschlag. Yes. Lucemon, Belzemon, ihr wisst vielleicht etwas über diesen Feind? Vor einiger Zeit haben wir eine Präsenz gespürt. Eine seltsame Vertraute, als hätten wir sie schon mal gespürt. Es dauerte nur einen Moment, aber war aber unglaublich stark. Wisst ihr noch, wie wir in der Dämonenwelt waren? Wir 7 tödlichen Digimon waren an einem Ort, jenseits dieser Welt, in der dunklen Zone. Jeder der 7 verfügte über große Kräfte und wir beherrschten die dunkle Zone. Aber die dunkle Zone war ein Land der Dunkelheit und des Verfalls. Sich zu bekämpfen wäre keine Hilfe gewesen. Wir schlossen einen Nicht-Angriffspakt, zumindest auf der Oberfläche. Wir errichteten eine neue Basis in der dunklen Zone und entschlossen uns, dort gemeinsam zu leben. So hatte jeder ein Auge auf den anderen und keiner konnte eine Armee aufstellen, um den Pakt zu brechen. Diesen Ort nennt ihr die Dimmen. Das sagt nicht Taumon, das sagt Belzemon. Und Taumon sagt, und Belzemon sagt das zu uns: Diesen Ort nennt ihr Dämonenwelt. Jeder von uns errichtete einen eigenen Palast und lebte ein ödes Leben, aber mit kompletter Handlungsfreiheit. Doch eines Tages begann die Dämonenwelt zusammenzubrechen. Unsere Paläste wurden von der Dunkelheit verschluckt. Wir wussten weder warum noch was dagegen zu tun war. Wir flohen aus der dunklen Zone und reisten zum Dimensionsmeer. Dann fanden wir uns in dieser Welt wieder. Beschädigt von der Dimensionsreise fielen wir in einen langen Schlaf. Dann wurden wir von der Reinkarnation geweckt. Den Rest der Geschichte kann Zero erzählen. Wir glauben, dass die mysteriöse Dunkelheit dort dieselbe war, die unsere Welt vernichtet hat. Wir wissen immer noch nicht genau, was sie war, doch nun ist sie hier und dringt auch in diese Welt ein. Selbst wenn es derselbe Feind sein sollte, wissen wir immer noch nicht besser, was es ist. Also das, was wir gesehen haben, könnte man durchaus als mysteriöse Dunkelheit bezeichnen. Und Myotismon und Piertmon wurden von irgendwas besessen. Sie haben uns bestimmt nicht aus eigenem Willen angegriffen. Aber dieses Mal hat die Dunkelheit gesprochen. Sie hatte einen Willen, der uns eine Falle stellen konnte. Sie muss noch stärker geworden sein. True. Naja, zumindest ist sie jetzt etwas Bekanntes, Unbekanntes. Überlegen wir uns jetzt, wie wir Himario und Kota retten. Yes. Es könnte da tatsächlich eine Möglichkeit geben, ihren Aufenthaltsort festzustellen. Aha, und wie? Listen. Indem wir durch das sogenannte Bindungsritual die Bindung zwischen Rika und Himari und Yukimura und Kota verfolgen. Es gibt da allerdings ein Problem. Das Ritual könnte ziemlich lange dauern, wahrscheinlich mehrere Tage. Unser Feind besitzt Kräfte, die ganze Welt vernichten könnte. Himari kann in der Zeit alles Mögliche zustoßen. Ob es dir nun gefällt oder nicht, es gibt keine andere Möglichkeit. Dann sollten wir so schnell wie möglich loslegen. Halt! Ich borge dir meine Kräfte, das sollte das Ritual beschleunigen. Kusuramon, danke. Ich kann doch nicht zulassen, dass diese Welt einem unbekannten Feind zum Opfer fällt. Excellent. Dann bitte hier entlang. Unsere Tau-Kräfte sind nicht für den Kampf gedacht, sie sind eher eine Art des Hellsehens. Dann mal los, Taumon, zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Please, if you would. Bitte nutzt die Stärke unserer Bindung nach Belieben, damit wir so schnell wie möglich finden. Das Zeichen des Donners, es bewegt sich. Es ist da. Kota? Ah, oh, das ist Kota. Er ist auf dem 2. Schiff am Kap Mod. Really? Wirklich? Dann lasst uns sofort aufbrechen. Hey. Habt ihr Himari nicht gefunden? Mhm. Noch nicht. Das Ritual muss fortgesetzt werden. Ich verstehe. Dann macht bitte weiter. Sure.
Zero, du und Yukimura solltet euch lieber zum Kap Mod begeben. Wir sagen euch Bescheid, wenn wir Himari gefunden haben. Viel Glück. Dich gleich, Chef. Gut, Freunde. Ein rätselhaftes, böses Digimon greift die Welt mal wieder an. Wir retten sie und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.